Hallo und herzlich willkommen zurück. Zu Fußballmanager 24 mit der SG Wattenscheid 09. Und unser Ziel ist es, aufzusteigen, aber lass uns kleine Brötchen backen. Wir haben jetzt erstmal ein Testspiel gegen Hendrik Ido Ambacht und da gehen wir jetzt auch sofort rein. Selbstverständlich gehen wir da sofort rein. Und ey, ich sage euch mal ganz ehrlich, ich habe richtig Bock eigentlich auf diese Karriere. Gut, wir haben ein paar, also eigentlich gar keinen Auswechslungsspieler, aber ich meine, man kann ja rein theoretisch auch nur 3 bis 4 Mal wechselt man ja aus. Und warum sollte man dann auch mehr als fünf, drei, vier, fünf Auswechselspiele haben? Wir gehen hier rein, wir setzen das um, was unser Trainer sagt, und dann schauen wir mal. So, macht mich stolz. Geht raus. Ja, die sind auch total, also der Einzige, der Bock hat, ist der Felix, ne? So, das ist die Aufstellung. Wir spielen im klassischen 4-4-2. Wissen wir. Und dann let's go. Das hier werden wir noch kurz ändern. Ganz klare Geschichte, weil das ist doch Quatsch hier. Was ist denn jetzt? Muss ich das im Spiel machen? Ah ne, warte mal. Hier, Spielfeldrand. So und so. So, wir führen. Wir führen schon. 1-0. Schüring über Umut Yildiz. Der schickt Casalino. Der sieht Abid Janik. Und wir führen. Nach nicht mal einer Minute. Noch nicht mal 30 Sekunden. Aber gut. Das sehe ich gerne. Ich war hier noch mit den ganzen Sachen beschäftigt. Aber nehme ich an. So, machen wir ein bisschen schneller hier den Lachs. Casalino mit dem 2 zu 0. Er wird, glaube ich, ein sicheres Ding. Wird, glaube ich, ein sicheres Ding. Ja, das brauchen wir nicht machen, aber hat er gut gemacht. So, Kaminski jetzt über rechts. Und nee, De Ligt hat den Ball. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gehen auf entscheidende Highlights nur. Ich glaube, das ist okay, gut. Der 19-jährige Abid Janik, der zeigt, was er kann. Kaminski legt sich den Ball vorbei. Unsere Nummer 2 Rentke weiß gar nicht, was er machen soll. Und Abid Janik macht dann das Tor. Nee, das ist doch Blödsinn. Wollte doch nur Kommentar. Ist das, was ich möchte, oder ist es jetzt wirklich nur Kommentar? Ist, glaube ich, nur Kommentar, bis ein Tor passiert, ne? Sehr schön. Tim Kaminski 1. Abid Janik 2 und Felix Casalino
Einen. Kann man die Jungs auch mal loben? Macht ja Sinn. Aber hier konditionell sind die aber auch nicht auf dem Dampfer, ne? Wir rennen die ja, was das betrifft, komplett über den Haufen. Ich habe gesagt, loben. Casalino sieht Schuring. Er sieht Fili. Und der macht, glaube ich, auch das Tor, oder? Ja, tatsächlich. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Also ich habe mir das ehrlich gesagt ein bisschen schwerer vorgestellt, das Spiel, aber so können die Jungs sich auch mal ein bisschen einspielen. Und die wissen, wo der Tor steht. Das ist ja auch immer wichtig. Und wieder ein Tor in der 36. Von Abi Bjanik. Was soll ich dazu noch sagen? Aber der Torwart ist auch verletzt, ne? Von Hendrik Ido Ambacht. Gut, Halbzeit mit einem schnuckigen 6:0 geht's rein. Wie gesagt, ich habe es mir ein wenig anders vorgestellt. Wie sieht es denn hier auf der Ersatzbank aus? Wir haben ja nicht viel, aber die, die wir haben, könnten wir rein theoretisch reinschmeißen. Ich würde allerdings sagen, wir lassen das noch so und setzen sie dann erst in der 60. oder so rein. Weil es läuft ja gerade. Ob das jetzt daran liegt, dass die Mannschaft relativ, also nicht so gut ist. Neuer Torwart ist jetzt drin, Malte Schiller. Oder ob wir, wir jetzt an der Seitenlinie sind und taktikmäßig was gemacht haben. Das kann man, glaube ich, aber auch erst sehen, wenn wir demnächst anfangen, in der Liga zu zocken. Gerade passiert jetzt nicht mehr so viel. 60. Minute. Ich würde sagen, da kloppen wir dann unsere Auswechslungsspieler rein. Was kann denn Berat? Berkan. Berat. Der ist eigentlich offensiver Mittelfeldspieler. Den brauchen wir ja gar nicht. Ja, komm. Geht da rein für Kreh. Lohheider ist Stürmer. Dann darf sich Abid eine kleine Pause gönnen. Und dann geht es weiter. Und da fällt auch dann schon das 7:0. Abid Janik. Hat einen Dreierpack geschnürt und darf jetzt auch Schluss machen für heute. Also wir brauchen definitiv noch ein paar Leute für die Defensive. Offensive haben wir, glaube ich. Also man sieht es ja hier, ich habe jetzt nur offensive Leute ausgewechselt. Aber wenn man jetzt in der Liga spielt, braucht man für vielleicht. Ich meine, vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, jemanden zu bekommen, der zu 100% auf beiden, auf zwei Positionen spielen kann.
Und nicht, ja, er kann da, wenn Not am Mann ist. Das wäre. Auf jeden Fall von Vorteil und das wäre auch sparsam, ja. 8 Minuten, 8-0, beziehungsweise 9-0 nach 82 Spielminuten. Adan Nebi, den haben wir eben reingesetzt. Den haben wir eben eingewechselt in der 60. Ist verletzt, ne? Gut, das habe ich aber auch eben schon gesehen, aber. Das ist ja. Bin mal gespannt, was der hat. Aber auch in der letzten Folge habe ich gesagt, wir können noch keinen Spieler holen, die vertragslos sind, wenn man die noch nicht scouten kann. Und der beste Spieler ist neben Abib Janik Felix Casolino. Ja. So nämlich. Schöner Kick. Man hätte auch den Torwart rein auswechseln können, ne? Damit er auch ein bisschen was hat vom Freundschaftsspiel. Aber gut. It is what it is. So, Posteingaben kam nichts rein, bedeutet, wir können uns immer noch keine Leute holen, die nicht gescoutet sind. Ich hätte aber auch allerdings auch schon neue Spielervermittlervorschläge. Marvin Eilertz für die linke Verteidigerposition. Aber den können wir ja nicht bezahlen. Der kostet 12k. Woher soll ich das Geld nehmen? Bin ich hier irgendwie. Ich würde den nehmen. Aber wisst ihr was? Der wird nicht kommen. Der wird nicht kommen. Ich gebe dir das volle Ding, das volle Thema hier. Finde ein Spiel für die erste Mannschaft und schließt den Transfer ab. Ja, okay. Eilertz ist an Vertragsverhandlungen Stammspieler. Ah, jetzt habe ich das gemacht, ne? Okay, den können wir auf jeden Fall. Den könnten wir uns leisten. Die Frage ist nur. Okay, nimmt es an. Ich gehe mal auf 400 die Woche. Na, 500 ist Maximum, glaube ich, ne? Jetzt hat der abgelehnt. Ach. Ja, muss ich. Ich wüsste nicht, warum wir nicht auf externe Dienstleister zurückgreifen sollten, um ein Spiel loszuwerden, den wir nicht wollten. Anscheinend ist Eilertz aber ein guter Typ, ne? Den müssten wir in der nächsten Woche nochmal holen. Den müssten wir in der nächsten Woche nochmal anfragen, glaube ich. Weil das hier Social Media, die gehen ja komplett ab.
Ja. Aber wie gesagt, ich kann halt keine Leute holen, solange ich keine Infos habe. Und ich möchte das auch nicht. Philly und Kree tauschen. Aber die haben doch gerade so gut gespielt. Aber ich mach's einfach mal. Warum nicht? Gehen wir mal weiter. Nö, gar keinen Bock auf sowas. Und in der Westfalenliga spielen wir gegen Westfalia Rünnern. Die sind doch auch. Ja, sag ich doch, die sind doch bei uns auch in der Dings. Also unfair. Warum spiele ich nicht gegen hier so einen Kreisliga-Verein? Türkspor Dortmund. Ah ja. Ja, Sportfreunde, Lotte, vor die sollte man sich echt Namen nehmen. Was, Remis? Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Warum ist hier kein Training vorhanden? Hä? Warum gibt es hier kein Training? Almere City, was ist denn jetzt hier wieder los? Es gibt kein Testspiel, Mann. Versteht ihr denn daran nicht? Ich habe jetzt zweimal in der Woche Training und dann ist ein Training das hier. Wollt ihr mich veräppeln? Alle Feldspieler? So ein Bullshit. Nee, warte mal. Mitarbeiter? Training, das nehme ich, das mache ich jetzt. Das ist ja eine absolute Frechheit. Da mache ich das Training jetzt. Das ist doch hier, das ist doch Trainingsspiel. Ja, sicher mache ich ein Trainingsspiel. Hier, Zweikampf. Fokus aufs Spiel. Ich kann auch, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt einmal in der Woche Training habe. Das ist doch Blödsinn. Weil ich keine Mitarbeiter habe. Doch gar nicht. Vor allem haben wir ja auch ja hier keinen Chef, keinen Mannschaftsarzt, kein nichts. Das ist ja auch Quatsch. Medizinisch. Chefphysiotherapeut. Also das hat mich jetzt ein bisschen geflasht. Liebe Leute, wisst ihr, was mich auch flasht? Das nächste Spiel gegen Westfalia Rünnern in der nächsten Folge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ne? Das Auftaktspiel auswärts in Rünnern, dann in der Kümpel- und Hellmeister-Arena bei wenigen 27 Grad, dann solltet ihr ja diesen Kanal abonnieren und einen Daumen hoch da lassen und in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu sagt. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und bis die Tage. Tschüss.